Ich glaube, das war vor allem für die so fast eine Art Nahtoderfahrung. Letzte Woche war die Kamera für ein Marjo-Video in Istanbul. Welche Künstler sind da die größten gewesen? Wahrscheinlich Tilo mit Negativ OG. Mit welchem Musikvideo hast du am meisten Geld verdient? Was haben deine Eltern dazu gesagt, dass du dich als Videoproduzent selbstständig machen willst? Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video interviewe ich den Videoproduzenten Van Doorn. Bevor das Video anfängt, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Niklas, ich betreibe die Videoproduktionsfirma Nick Visuals Media und ich produziere Imagefilme, Produktvideos, Musikvideos und vieles mehr. Und neben mir sitzt heute Van Doorn. Hi. Ja, dann erzähl mal erstmal über dich, was du generell so machst und wie du angefangen hast. Genau, also ich bin Van Doorn, 22 Jahre alt. Ich komme aus Düsseldorf. Wir sitzen hier gerade auch in meinem Office, wo wir auch schon ein bisschen zusammen mal gearbeitet haben. Und ich drehe, wie du eigentlich schon richtig gesagt hast, Musikvideos und Imagefilme. Beziehungsweise aktuell shiftet es sehr stark von Musikvideo in Richtung wirklich Commercial, Werbung. Genau. Ansonsten, du hast gefragt, wie ich so angefangen habe. Also ich habe so wie du eigentlich wahrscheinlich mit YouTube angefangen, als ich 14 war. Ich bin jetzt 22 und habe einfach so Tech-Reviews gedreht, also irgendwelche Handys geunboxed und bin dann durch diese ganze Szene irgendwie zum Thema Filmmaking gekommen. Und mich hat irgendwie relativ schnell die Seite von diesem filmerischen, kreativen viel mehr gereizt als das eigentlich technische. Weil das technische war irgendwann für mich einfach logisch. Dass ein Handy jedes Jahr irgendwie einen schnelleren Prozessor bekommt, ist ja relativ klar. Und dann hatte ich irgendwie das Bedürfnis, da auch mal mehr draus zu machen. Habe mir dann einen Künstler gesucht. Das war Boondog, der war auf der Schule meines Bruders. Und so sind wir dann in Kontakt gekommen, haben das erste Musikvideo, ich glaube 2017 gedreht, also jetzt auch gute 5 Jahre her. Das war einfach so ein ganz basic Performance-Video mit 4, 5 Locations, wo wir einfach gedreht haben an 2 verschiedenen Drehtagen und irgendwie hat das super viel Bock gemacht und seitdem bin ich dann dran geblieben und habe das dann auch zu meinem Job machen dürfen, um das mal so zu formulieren. Wer kam denn dann nach Boondog? Durch Boondog habe ich dann relativ schnell einfach weitere Leute kennengelernt. Ich habe dann viel in dieser ganzen Newcomer-Szene in Düsseldorf und NRW gearbeitet. Dann auch nach und nach immer mehr Sachen in Berlin, zum Beispiel mit Yamu Fasa, Louis und sowas. In diese Richtung ging es dann, also sehr viel New Wave-Sachen. Dann auch Flavio und das war so im Großen und Ganzen dieser Flow, wie sich das abgebildet hat. Also es ist alles sehr organisch, würde ich sagen, gelaufen. Also man hat sich gut verstanden und ist dann von da an immer weitergegangen, hat mit neuen Leuten zusammengearbeitet und es hat immer sehr viel Bock gemacht. Genau. Ja, sehr cool. Mit welcher Kamera hast du angefangen? Auf YouTube mit einer, was war das, Canon EOS 700D, genau, ja. 700D, dann eine Panasonic G70. Hast du mit der auch das erste Video produziert? Ich meine ja, genau, die ersten paar habe ich mit einer G70 gedreht und dann den Großteil lange Zeit mit einer GA5. Was haben deine Eltern dazu gesagt, dass du dich als Videoproduzent selbstständig machen willst? Was denkst du denn, haben sie gesagt? Also ich denke mal, dadurch, dass du jetzt bei einem gewissen Punkt bist, wo du jetzt bist, denke ich mal, dass sie dich gut unterstützt haben. Ja, am Anfang war das natürlich auch ein bisschen anders. Also nicht, dass sie an mir gezweifelt hätten, aber es war natürlich immer so ein bisschen, ist das das Richtige? Natürlich hat man da auch als Elternteil vielleicht nicht so den Bezug, als wenn man einfach Jugendlicher ist und da irgendwie eine Vision im Kopf hat. Und deshalb war das, glaube ich, schon alles richtig. Also es wurde an den richtigen Stellen, wurden Fragen gestellt und wurde gezweifelt und das war auch gut so. Und jetzt ist alles cool, absolut. Gut, ich bin jetzt auch 22, da bin ich jetzt relativ entspannt unterwegs. Genau. Du machst ja seit 2017 Musikvideos. Was war bisher dein bestes Musikvideo deiner Meinung nach beziehungsweise dein Lieblingsmusikvideo? Das ist eine sehr große Frage, weil viele Kreative kennen das wahrscheinlich, dass man immer etwas macht und dann macht man das nächste und dann ist das alte schon wieder direkt irgendwie ein Stückchen uncooler. So ist es auch irgendwie bei mir. Ich denke, musikvideotechnisch habe ich so ein paar Favorites, die in letzter Zeit rausgekommen. Das ist einmal von Boondog, R.I.P. Frank. Dann von Bruder ML haben wir ein Video gedreht, das heißt Six Figures. Genau, das ist wahrscheinlich so, sind so die nicesten gerade. Ja. Ja. Also sehr, gerade irgendwie relativ performance-lastig, nicht so viel Story, weil mich gerade irgendwie sehr reizt, durch Bilder und durch Moods einfach so ein Gefühl zu kreieren und dass das eigentlich schon reicht, um die Message des Songs rüberzubringen, dass man dann nicht irgendwie so eine groß zusammenhängende Story hat und das Ganze dann kombiniert mit nicen, außergewöhnlichen Perspektiven, Kamerabewegungen und gerne auch mal viel statisch, was einfach gut geframed ist. Das ist gerade so der Mix, mit dem ich mich wohlfühle, was sich natürlich auch immer entwickelt. Ja. Genau. Mit welchem Musikvideo hast du am meisten Geld verdient? Also jetzt nicht den Preis nennen, aber ja.
Das ist immer eine gute Frage, weil einerseits ist die Sache, was ist das Produktionsbudget und was ist, bleibt hängen. Sagen wir mal Umsatz. Vom Produktions-, also Gesamtbudget, sind das einfach Labelproduktionen. Da bewegen sich viele in so einer ähnlichen Range. Also jetzt ohne spezielle Künstler so zu nennen, die sind alle in so einer angenehmen Range auf jeden Fall, wo man gut arbeiten kann, dann auch nice Möglichkeiten hat, um gut Sachen umzusetzen. Genau, und dann je nachdem, welches Video, ich könnte dir jetzt aus dem Stegreif nicht sagen, welches das teuerste in dem Sinne war, weil ich generell den Approach habe, auch wenn mal nicht ultra viel am Start ist, dann was Nices rauszuholen. Da brauchen wir ja nicht irgendwie immer alles auf den Kopf hauen und richtig wild gehen mit dem Budget. Genau, wo wir beim Thema Budget sind, wie machst du das eigentlich mit Kamera-Equipment? Also du besitzt ja selber zum Beispiel eine Red Komodo. Genau. Und du hast ja auch deinen eigenen Rental von Dawn Rental und hast ja auch schon viel Equipment, aber wie machst du das, wenn du jetzt zum Beispiel mal irgendein was Größeres brauchst, was du sonst nicht so oft benutzt? Dann miete ich das auch einfach dazu, also hier bei Verleihs. Ansonsten habe ich mir das mit der Zeit zum Glück so bauen dürfen, dass ich eigentlich alles da habe, was ich für 95% der Sachen brauche, dass ich eben nicht irgendwo hingehen muss und gleichzeitig kann man dann natürlich auch noch anderen Leuten das zur Verfügung stellen und daher eben diese ganze Rental-Verleihgeschichte, die auch super viel Bock macht. Man lernt voll viele interessante Leute kennen, mit denen man sonst keinen Kontakt hätte und es ist immer wieder cool zu sehen, bei wie vielen verschiedenen Produktionen die Sachen eingesetzt werden. Das einmal, letzte Woche war die Kamera für ein Marjo-Video in Istanbul, dann hier, dann da und das reißt halt irgendwie alles rum und die Auslastung von den Sachen ist nochmal nicer und es werden einfach bessere Geschichten damit erzählt. Und das finde ich abgesehen davon auch eine sehr coole Sache mit dieser Vermietung. Wie läuft bei dir so ein Standardtag ab? Also klar, es ist jeder Tag anders. Manchmal hat man nur einen Dreh oder manchmal schneidet man nur. Aber wie läuft so der Durchschnittstag bei dir ab? Wenn ich im Office bin oder dann fahre ich. Also ich versuche das mal so abzupassen, dass ich genau nach dem Berufsverkehr losfahre. Das heißt so ein Viertel vor neun, bin dann gegen neun im Office. Und fangen dann einfach an zu arbeiten. Dabei habe ich so zwei Tricks, die mir ganz gut helfen, einfach produktiv zu sein. Drei wahrscheinlich. Zum einen versuche ich einfach, wenn ich arbeite, Handy und alles komplett weg in Flugmodus, dass mich nichts nervt und ich dann wirklich für diese Zeit komplett fokussiert bin. Dann teile ich mir meine Arbeit immer in so 90-Minuten-Blöcke möglichst ein und mache mir dann wirklich ganz einfach über meinen HomePod hier einen Timer an und bis die 90 Minuten vorbei sind, wird dann komplett an einem Stück durchgezogen und das Ganze dann einfach ja so oft, wie es nötig ist. Parallel dann irgendwann mal natürlich noch was essen, ein bisschen vielleicht spazieren gehen, den Kopf freikriegen, damit es nicht zu monoton wird. Und dann versuche ich meistens Calls und sowas eher auf den Nachmittag zu legen, damit die laufenden Projekte, also erstmal das Wichtige, dass natürlich das Produkt an sich stimmt, dass man das abgehakt hat und dann kann man sich gut um die neuen Sachen kümmern mit einem frischen Kopf, wenn alles auch gut erledigt ist. Das ist so der Ansatz. Wie sieht das mit anderen Videoproduzenten aus? Also siehst du die eher als Konkurrenz oder arbeitest du eher mit denen zusammen? Also durch meine YouTube-Geschichten früher habe ich eigentlich schon damals gelernt, dass es wenig Sinn ergibt, gegen Leute zu arbeiten. Es ist irgendwie immer schöner, wenn man sich zusammentut und gemeinsam versucht, etwas Cooles zu erreichen, auf die Beine zu stellen. Gerade auch irgendwann die Erkenntnis mal zu verstehen, dass die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten irgendwie begrenzt sind. So, wenn du ab einem gewissen Grad am Produktionslevel bist, dann brauchst du halt nur mal Leute dazu, einen Beleuchter, einen Assistenten und diese ganzen Sachen. Und so gesehen ist das super wichtig und denke ich auch einer der Keys, um jetzt in nächster Zeit sich weiterzuentwickeln, dass das Ganze noch größer wird. Und ansonsten, wenn man jetzt auf so, ich würde das mal Directing DOPs beziehen, also so wirklich All-in-One-Videoproduzenten, eigentlich auch wenig. Also Konkurrenz gar nicht. Nö, ich bin mit den Leuten, die ich feiere, irgendwie mit allen ziemlich cool. Man ist immer wieder im Austausch, am Schreiben, am Quatschen oder sich auch mal am Treffen mit vielen Leuten. Also ist alles sehr entspannt und eher so, dass man wirklich viel offen kommuniziert und dann auch gegenseitig lernen kann. Natürlich gibt es Mitbewerber, aber man arbeitet nicht gegen die, sondern eher mit denen und es macht auch Bock und man lernt gegenseitig. Genau. Nochmal zum Thema Musikvideos. Was war deine krasseste Erfahrung, ob jetzt positiv oder negativ, was Musikvideos angeht, was beim Dreh passiert ist? Boah, da muss ich jetzt an einen Dreh letztens denken. Das war in einem alten Atombunker. Da haben wir ein Musikvideo für das Berliner Künstlerduo Béranger gedreht. Das war in einem alten Atombunker ganz tief unter der Erde und es war draußen irgendwie 30 Grad warm und drinnen war 7 Grad. Also es war unfassbar kalt, man kann sich das nicht vorstellen. Für mich ging es, ich hatte eine dicke Jacke an, aber unsere Darsteller hatten da storybedingt irgendwie nur so ein Krankenhemd, was du im Krankenhaus quasi trägst.
Und ich glaube, das war vor allem für die so fast eine Art Nahtoderfahrung. Ansonsten für mich immer besonders positive Ereignisse sind meistens Sachen im Ausland. Also das macht mir eigentlich am meisten Spaß, wenn man unterwegs ist, weil man immer irgendwie visuell etwas anderes hat, als man kennt. Mhm. Da gab es super viele coole Sachen, ob jetzt irgendwie in Italien oder Österreich oder wo auch immer. Also da bin ich immer für zu haben und habe eigentlich voll Bock drauf, weil das oft auch die Story eines Videos gut unterstützen kann, einfach coole Eindrücke verschaffen kann. Ja, du hast ja mittlerweile schon extrem viele Musikvideos gedreht. Welche Künstler waren von, wenn man jetzt so ja, vom Hype oder von Spotify-Zahlen sich das anguckt, welche Künstler sind da die größten gewesen? Also wo ich selbst directed bzw. gedreht habe, war wahrscheinlich Tilo mit Negativ OG. Und sonst, früher habe ich immer mal wieder auch bei richtig großen Produktionen für wirklich Major-Labels mitgearbeitet. Das waren dann so Sachen, wo ich mal assistiert habe bei einem Farid Bang-Dreh, bei einem Meadow-Dreh und solche Sachen. Die waren aber nicht von mir directed. Genau, das sind so, ja. Aber an sich würde ich jetzt meine Arbeit auch nicht groß abhängig von der Größe oder Reichweite der Künstler abhängig machen. Mir ist wichtig, dass die Leute cool sind und Bock auf diese Visuals haben. Und wenn das gegeben ist, so, dann ist der Rest eigentlich ziemlich egal. Dann kann man gut loslegen. Ja, eine letzte Frage hätte ich noch, und zwar, was würdest du einem Filmmaker oder jemanden, der überlegt, es mit einem Filmmaking richtig ernst zu nehmen oder als, das als Beruf zu machen, was würdest du dem ans Herz legen, so als wichtigste Tipps? Ich glaube, zwei Sachen. Zum einen gute Verträge machen. Das ist wirklich key. Das könnte man auch zu den Musikvideos noch so ein bisschen hinzufügen. Gerade wenn man am Anfang ist mit so Newcomern arbeitet, einfach gute Verträge machen, auch mit Labels und mit allem. Immer gute Verträge, dass alles sauber ist. Also das hat auch nicht irgendwie was Komisches an sich. Ich sehe das sehr positiv, weil beide Seiten einfach auf Papier bringen, was sie gegenseitig an Leistungen und an Vergütungen und so weiter und so fort erbringen. Und dann ist das meistens eine coole Sache und beide Seiten sind sicher. Also nicht etwas, was ich jemandem aufzwinge, sondern als Sicherheit für beide Seiten einfach gleichermaßen. Und die andere Sache, das klingt jetzt richtig so, als hätte man es schon 10.000 Mal gehört, aber einfach machen. Das bringt sehr wenig, sich die ganzen Sachen theoretisch zu überlegen. Man muss es einfach ausprobieren. Zum Beispiel, wir haben eben so ein bisschen über Kameraführung geredet, die du vielleicht gut findest oder wie auch immer. So, das muss man einfach ausprobieren und die Erfahrung kommt dann mit der Zeit. Und ich habe auch lange nicht ausgelernt. Deshalb freue ich mich immer wieder, irgendwie neue Ideen zu haben und die dann umzusetzen und dadurch weiterzulernen. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja, danke für das Interview. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen an Van Dorn habt, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare. Und wenn ihr euch für mein Equipment interessiert, was ich benutze zum Drehen, wie zum Beispiel die Kamera, mit der ich gerade filme oder so, guckt einfach in der Beschreibung vorbei, da habe ich alles verlinkt. Und ich habe auch die Links zu Van Dorn, zu seiner Website, zu seinem Rental in Düsseldorf und ja, vielleicht auch zu seinem Instagram oder so, habe ich alles verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao. Es gibt da so einen schönen Spruch aus einem Buch. Da wurde gesagt, du fängst eher. Na egal, das wollte ich jetzt nicht bringen. Ich habe den auch vergessen. Warte mal. Warte mal. Aber der war trotzdem gut, aber egal.